problems of today, when adjustment is the tribute that we pay. In a world that's full of emptiness, where ideals are sacrificed for success, we eat the poison we are spread upon the fields. Our land a gaping wound, a wound that never heals. But who will eat the gold they're counting all day long? The gold that blinded us on a way that was so wrong. Against all and everything we stand, against all and everything, against all and everything we stand, against all and everything. Our destination is a point of no return, no lamentation for the bridges that we burn. There's no road back as we go straight ahead. We still can see our aim, but we haven't reached it yet. We've got no home, and we've got nowhere to go. We sold this paradise for a price we didn't know. No belief, no trust, no vision after all. Together we will stand, but divided we will fall. Oh,
Kaiser Kinder, far beyond the skies. Do you believe that there is space enough for everyone who dies? 12 times, 12,000 will be rescued, will be saved from the slaves of free. And the master's always free. You offer me benediction. You offer me true belief. But I don't share your stranger picture. Your heaven is too far for me. The battle against Satan could be won. Do you imagine all the angels bring the glory of the one? When our sins will be forgiven and forgotten and undone, and the curse is broken, thanks to the mercy of your Son. You offer me benediction. You offer me true healing. But I don't share your strength.
God's dreams come true. We never dared to speak about. I saw you growing. I saw you on the wing. But now you're blowing as if you're gonna gain again. Oh, I don't fear you. That's strange somehow. That when I'm near, your influence gets strong and stronger. When you cry, you do.
fortune for your ship to come. And I keep waiting because you're the one that knows some stranger, some man you all know, 'cause you know his name. The sea he sows, 7 years I'm waiting for him now. He's at my door, but he can't have him, 'cause he won't bring you back to me. That goddamn stranger from the deep Black Sea. Inspiration, expiration, like a rhythm of the sea. Leave a signal that reminds you of me. And I keep watching for your ship to come. And I keep waiting because you're the one. Won't be long when the pain is gone, and it doesn't seem wrong to me. Shout as a row in the fern.
ashes from the fires in the factories, the warm clouds above and the ground beneath. No one here could say I didn't know about this. I just opened my heart and my mouth for your kiss. The smell of death is in the air today. The skies are turning red. How could I look away? I can't believe that this is really true. Oh Europe, how should I believe in you? There's a secret I hide from you. When I say that the things we do need no defense, no excuse at all. There's a secret I hide from you. When I say that the things we do need no defense and no excuse at all.
happy heels. Society's weak. Never I see the truth. Somebody to believe in. No faith after all. Summer turns to fall again. We feel the end is near. Die Hölle. L'Enfer. Heute Morgen erschien mir der ans Fensterkreuz geschlagene schwarze Engel. Es hatte die ganze Nacht über geregnet, als wolle der Himmel das Land ertränken. Und ich selbst hätte ertrinken mögen. Oder auf der Oberfläche eines neu entstandenen, weltumspannenden Meeres treiben. Treiben zwischen all dem menschlichen Treibgut. Umfangen von nichts als Kälte, Nässe. Und ewiger Finsternis. Blind würde ich mich an einem Holz festhalten und darauf warten, in den düsteren, feuchten Schlund der Unterwelt herabgezogen zu werden. Vor etwas mehr als einem Jahr erhielt ich einen Brief der renommierten Notarskanzlei Côté, Mugot und Partner. Sehr geehrter Monsieur Sand, ich wurde mit der Aufgabe betraut, Ihnen die Nachricht des bedauerlichen Todes unseres Mandanten Philippe Thouars zu übermitteln, mit dem Sie in einem verwandtschaftlichen Verhältnis... Indem ich über die Erbschaft eines Anwesens informiert wurde, das meinem lange Zeit vergessenen Cousin gehört hatte. Dieser hatte das Haus nie bewohnt und wohl als so unbedeutend betrachtet, dass er es mir, einem fernen Verwandten, vererbte. Und ich, der ich mich in den letzten Monaten in Concarneau, wo ich ein kleines Antiquariat betrieb, nicht wohlgefühlt hatte, tat etwas, das mich selbst überraschte. Mein Arzt hatte bei mir eine Krankheit festgestellt, deren Ursache er nicht herausfand. Er hatte mir jedoch dringend einen Luftwechsel verschrieben. Ich brach alle Brücken hinter mir ab und begab mich mit der wenigen Habe, die mir geblieben war, nach Hulgoa, der kleinen Ortschaft, in deren Nähe das geerbte Gut gelegen war.
Von Anfang an war mir bewusst, dass etwas anders war an diesem Land, mit seinen endlosen Alleen, den Wasserkanälen und zyklopischen Felsen. Der merkwürdig knorrige Wuchs mancher Bäume, das auffallend häufige Vorkommen von Hexeneiern, die im feuchten Herbstklima prächtig gediehen, und vor allem das unbändige Wuchern des Farnkrauts ließen keinen anderen Schluss zu, als dass dies ein magischer Ort sei. Das ganze Land machte einen kraftgeladenen Eindruck. Das Anwesen mit dem geheimnisvoll klingenden Namen Ker Salamon empfing mich in einem dem Schlafe ähnlichen Zustand, einsam, am Rand eines schwermütigen Moorlandes gelegen. Abgesehen von der Handvoll schäbiger Karten, die sich Mörbot schimpft, gibt es in der Nähe des Hauses nicht das geringste Anzeichen menschlicher Zivilisation. Und dieses Mörbot erweckt den Eindruck, weniger erbaut als aus dem Land selbst gewachsen zu sein. Mit ihm verhält es sich wie mit dem Farn. Immer und immer wieder abgestorben und neu gewachsen. Unzählige Stockwerke, vom Druck der darüberliegenden zermalmt und in den weichen Moorboden gepresst. Zwischen mächtige Felskugeln und farnbewachsene Hänge geduckt, wirken einige Natursteinbauten mit tief herabgezogenen Rieddächern wie die Kulisse eines Romans aus der Zeit der großen Hexenverfolgungen. Obwohl seine Struktur keine mir bekannten architektonischen Prinzipien folgt, scheinen die armseligen, jahrhundertealten Hütten Mörbots alle in Richtung eines kleinen Brunnens zu schauen, aus dem die Bewohner ihr Wasser schöpfen, das aus dem weit aufgerissenen Mund einer längst zur Unkenntlichkeit verwitterten Heiligenfigur rinnt. Die Menschen, die dort vegetieren, sind ein herzliches, aber scheues Volk mit eigenen Sitten. Zwei- oder dreimal haben sie versucht, mich zum Tee einzuladen. Doch ich lehnte ihre Einladung mit einem unangenehmen Gefühl ab, das ihr ausgesprochen helles und schütteres Haar und das völlige Fehlen von Wimpern und Brauen in mir hervorrief. Überdies zeigen sie die merkwürdigsten Hauteffloreszenzen, die mir je untergekommen sind. Und die erschreckende Ähnlichkeit, die sie alle verbindet, lässt sie inzestuös wirken. Als ich einmal auf dem Rückweg von Ulgoa das Dorf durchquerte, sah ich durch ein offenstehendes Fenster, wie einer der Mörbotter etwas von einem Teller aß, das wie schwarze Erde aussah. Und mir verging jede bis dahin noch im Ansatz gehegte Lust, eine Einladung anzunehmen. Was ist dieses Mörbot doch für ein furchtbar bedrückender Ort? Anders Ker Salamon. Es ist als, ja als beherrsche es das Moor. Von den Menschen aus Ulgoa wird die gesamte Gegend jedoch gemieden. Und ich habe das Gefühl, als ob sie insbesondere das Haus selbst nicht mögen. Womöglich hängt dies mit seiner Vergangenheit zusammen, über die ich im Lauf der Zeit einige unschöne Dinge habe in Erfahrung bringen können. Es gibt Tage und Nächte, in denen das Haus von dichten Nebeln umgeben ist, die ein seltsam unscharfes Licht hervorrufen, so dass ich nicht mehr sagen kann, ob es sich überhaupt noch auf der Erde befindet. Als ich nach Ker Salamon kam, scherte ich mich wenig um die Gerüchte, die in Ulgoa kursierten. Keine 10 Pferde würden mich nach Sonnenuntergang. Dort unnatürlich. Auf mich übte dieser Ort jedoch einen heilsamen Einfluss aus. Und noch andere Leute interessierten sich für Ker Salamon. Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Ulgoa, bei dem ich jemanden kennenlernte, der mir bei dem Versuch, das zu verstehen, was mit mir und um mich herum geschah, außerordentlich hilfreich war. So, das wär's. Macht 30 Franc. Im Metzgerladen hatte schon bei meinem Eintreten ein Mann gestanden, dessen Äußeres irgendwie unpassend schien. Sein Gesicht erinnerte mich an das einer Ratte. Er trug einen schwarzen Hut und einen kurzen, weiten Mantel. Der Schirm, den er unter dem linken Arm geklemmt hielt, sah aus wie eine riesige, zusammengefaltete Fledermaus. Er musterte mich mit unverhohlener Neugier
Und ich fragte mich, was wohl seine Gedanken beschäftigte. Ich habe zufällig mitbekommen, dass Sie in Kersalamon wohnen. Ein hübsches Anwesen. Oh, ja, Sie haben recht. Ich habe selbst aber schon... Aber sehr einsam gelegen. Ich habe mich schon oft gefragt, welcher interessante Mensch diese Abgeschiedenheit der Gemeinschaft anderer vorziehen mag. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich dort leben müsste. Und wie es im Inneren dieses faszinierenden Hauses wohl aussehen mag. Ah, Sie haben sich sicherlich zu viel versprochen. Es ist unscheinbar, ein wenig durcheinander. Ich bin erst vor kurzem eingezogen. Der Mann, den ich auf diese Weise kennenlernte, hatte ein ehrliches Interesse an Kersalamon. Bei unserem Abschied in der Metzgerei hatte ich ihn eingeladen, mich doch einfach zu besuchen, wenn er einmal in der Nähe sei. Es war lediglich eine achtlos dahingesagte Floskel gewesen. 2 Tage später jedoch... Guten Tag, Monsieur Sand. Ich war im Begriff, an Ihrem Haus vorüberzufahren. Da erinnerte ich mich an unsere Unterhaltung und beschloss, Sie beim Wort zu nehmen. Und so... Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gern. Und nachdem wir uns eine Weile unterhalten hatten, bot ich dem Mann an, ihn durch das Haus zu führen, an dem er sich so interessiert zeigte. Dabei hatte ich den seltsamen Eindruck, als ob nicht ich ihn durch Kersalamon führen würde, sondern er mich. Er wusste genau, welche Tür so niedrig war, dass er den Kopf einziehen musste, bewegte sich mit bemerkenswerter Sicherheit auf der ausgetretenen Treppe zum Obergeschoss und ging gar voraus, als wir das Zimmer betraten, das zu jener Zeit noch leer stand und heute mein Arbeitszimmer ist. Als ich ihn darauf ansprechen wollte, erzählte er Dinge, die mich erstaunten und meine Neugierde diesem merkwürdigen Menschen gegenüber erweckten. Er berichtete, dass er der letzte Nachfahr eines uralten Druidengeschlechts sei. Sie müssen wissen, dass unsere Familie sich weit in die Vergangenheit verfolgen lässt und angeblich das Blut einer jahrhundertealten Reihe von Druidenfürsten in sich trägt. Aber ich gebe nicht viel um diese längst vergessenen Zeiten. Es ist das Jetzt, das zählt, nicht wahr? Und dass er Bücher besitze, leider zum größten Teil in lateinischer Sprache, aus einer Zeit, da es in dieser Gegend zu einer Renaissance des Druidentums gekommen war. Oh, Sie können Latein? Nun, dann sollten Sie unbedingt einen Blick in diese Bücher werfen. Bücher, die er mir bereits am nächsten Tag vorbeibrachte. Es handelte sich dabei vor allem um die Aufzeichnungen eines Mannes, der sich, ganz ähnlich meinem neu gewonnenen Freund, ebenfalls für einen direkten Nachfahren jener sagenhaften Druidenfürsten aus altvorderster Zeit hielt. Seine Abhandlungen zeugten von einer für seine Epoche, des 17. Jahrhundert, außerordentlich aufgeschlossenen Sichtweise unserer Welt. Während seine Zeitgenossen in Scharen in die Kirchen geströmt waren, um lateinische Formeln nachzubeten, deren Sinn sie nicht verstanden, hatte er ernsthaft das Wissen seiner Vorväter erforscht. Ich verschlang die weitschweifigen Traktate förmlich und bemerkte nicht einmal, dass mein Besucher Kersalamon verließ. Die Vorstellungen des Autors, der seinen Namen nicht nannte, deckten sich mit meinen eigenen so sehr, dass ich, als ich mich mit seinen Ideen auseinandersetzte, oft den Eindruck hatte, mir selbst in einer anderen Zeit zu begegnen. Im Zentrum seiner Untersuchungen stand der Mensch, von dem er behauptete, dieser sei lediglich eine sichtbare Verdichtung seiner Aura. Ist das, was wir als den Menschen kennen, eine sichtbare Verdichtung seiner gleichsam in die Unendlichkeit wie ins Zentrum der Erde ragenden Aura? Er steht in jeder Beziehung seines Seins in Interaktion mit dem Kosmos, aus dessen Urmaterie er einst geboren wurde. Das Weltall, auch Erde und Mensch, werfen in bestimmten periodischen Abständen ihre alten Hüllen ab, um in neuer Form wiedergeboren zu werden. Ebenso lernte ich die 3 Seelenebenen des Menschen kennen, deren erste die pflanzliche ist.
Die erste Ebene ist die pflanzliche. Sie bedeutet ein schreckliches, dumpfes Dasein. Ein Leben wie in ewiger Finsternis, ohne Sinnesorgane. Die zweite Ebene, die tierische, erlaubt es uns, uns fortzubewegen, zu ernähren und unsere Umwelt wahrzunehmen. Doch welch schreckliche und wilde Existenz verheißt sie. Erst die dritte, die menschliche Ebene, strebt nach Höherem und ist von bewusstem Denken geprägt. Allein die dritte, die menschliche Ebene, strebe nach Höherem und sei von bewusstem Denken geprägt. Diese drei Seelen, so beschrieb er, seien normalerweise in jedem Menschen vorhanden, treten jedoch bisweilen in einen Widerstreit miteinander und gerieten aus dem Gleichgewicht. Völlig gebannt las ich, welche Schlussfolgerungen er daraus über die Natur der Krankheit zog. Ich begriff nun, warum ich in Ker Salamon geheilt worden war. Vollkommen unbewusst hatte ich hier meinen Seelenfrieden und einen Gleichklang mit den Strömen des Kosmos gefunden. Etwa jeden zweiten Tag erhielt ich Besuch von dem Mann, der mich an all diese Erkenntnisse und weitere heranführte. Wir diskutierten miteinander und er notierte sich Verschiedenes von dem, was ich ihm über die Bücher erzählte. Manchmal nickte er zustimmend, so als habe ich etwas bestätigt, das er bereits geahnt. Ihn jedoch schien mehr eine dunkle Seite dieser Erkenntnis zu interessieren. Jene Seite, die Macht versprach. Wie, glauben Sie, könnte man sich diese ungeheuren Energien wohl zunutze machen? Wie ihre unfassbare Macht bändigen, und lenken? Er wurde immer fordernder, drängte mich, meine Studien rascher voranzutreiben. Doch ich war längst tiefer in die Materie jenes druidischen Erbes vorgedrungen, als ich vorgab, und erfuhr bald Dinge, die ich vor demjenigen, der sich als mein Freund bezeichnete, verborgen hielt. Es schien nämlich, als ob sein Drängen auf einen gewissen Zeitpunkt hinauslaufe, in dem ich nicht zögerte, eine in Kürze erwartete Sonnenfinsternis zu erkennen, zumal mir in Ulgor beiläufig eine Legende zu Ohren gekommen war, die sich ebenfalls mit diesem Datum beschäftigte. Heute noch ist es Sitte in den abgelegenen Öden der Finisterre, dass fanatische Wanderprediger an Feiertagen und vor allem den sogenannten Pardon auf den Marktplätzen flammende Reden halten, so auch an diesem Tag in Ulgor, als ich dort verweilte, um meine Vorräte aufzufüllen. Der Mann, hager und hochgewachsen, aber von gebeugter Statur, in grobes braunes Tuch gehüllt und mit wirrem Haar, kündete wie viele seiner Brüder von den apokalyptischen Ereignissen, die die erwartete Sonnenfinsternis nach sich ziehen würde. Da sie schwarz auf uns herabsenkt, Gott nicht beobachten kann, was auf Erden geschieht, und der Widersacher sich in sein Verlies erhebe. Denn in diesem Moment der Verwundbarkeit wird sich das Tor zur Hölle, Judik genannt, öffnen, und die schwarzen Heerscharen werden... Ich war, ohne es zu wollen, stehen geblieben und hatte der Rede des Mannes gelauscht, denn ein Wort hatte mich stutzen gemacht. Ein Wort, das nicht geläufig und mir dennoch bereits begegnet war. In den Schriften jenes Druiden, mit deren Studium ich so viel Zeit verbrachte und in denen es über den Ort hieß. In diesen Tagen gingen sie zum Judik, wobei sie sich nach den Wegmarken richteten, die die Väter ihnen auf dem Gipfel des Montagne Saint-Michel und in der Nuss Petrifier gesetzt hatten. Und sie warfen das Böse, das sie in das Fell eines schwarzen Hundes eingenäht hatten, hinab ins Höllenmoor, um sich seiner zu entledigen. Als ich an diesem Nachmittag Besuch erhielt, fragte ich den Mann nach der Nuss Petrifier, und er erklärte mir, dass es sich dabei um eine Steinsetzung handle, die dem Volksglauben nach eine beim Anblick einer heiligen Hostie versteinerte Hochzeitsgesellschaft darstelle. Da er dies sagte, trat ein merkwürdiges Glimmen in seine Augen, und ich hatte das Gefühl, als ahne er, dass ich ihm etwas vorenthielt. Ich war froh, als er mich wieder verließ. Ich entdeckte Judik am nächsten Tag. Es handelte sich um einen annähernd runden Schacht mit einem Durchmesser von etwa 3 Metern. Er lag fernab aller Wege durch das Moor
und war hinter einem weiten Ring von Schichtmauerwerk aus archaischer Zeit verborgen. Durch seine Kaminwirkung stieg ein kalter Luftwirbel aus dem Schacht auf. Als ich einen Stein hinab in das Dunkel warf, wartete ich vergeblich auf einen Aufschlag. Ich ahnte, dass Sie hierher kommen würden. Als Sie die Nos Petrifié erwähnten, wusste ich, dass Sie mich hintergingen. Was haben Sie sonst noch herausgefunden? Nichts. Jedenfalls nichts, was Sie nicht schon wüssten. Sie sind doch derjenige, der die Wahrheit vor mir verbirgt. Was haben Sie zu verbergen? Wer sind Sie wirklich? Sehr ahnungsloser. Ich habe Sie überschätzt. Sie glauben nur zu wissen. In Wirklichkeit jedoch... Was ist das? Nein! Weg! Weg von mir! Und so traf ich auf Napoleon. Ich weiß nicht, woher er kam und wem er gehört hatte, aber ich glaube, dass er mir an jenem Tag das Leben rettete. Und fortan war er es, der mich meine bisherige Abneigung gegen Hunde überwinden half, begleitete und durch das Moor führte. Hunde, so sagt man, sind noch sensibler gegenüber der Welt, der sich unsere Sinne verschließen, als Katzen. Und ich wage zu behaupten, dass Napoleon es war, der fortan meine Ausbildung übernahm und mich noch rascher an Erkenntnisse gelangen ließ, die mir bis dahin verborgen geblieben waren. Ich spürte wohl, dass meine Nulgua beunruhigt war, das Tier mit dem tiefschwarzen, zottigen Fell und dem blitzenden Gebiss an meiner Seite zu sehen. Auf diese Weise lieferte ich Stoff für Fantasien, die neue Gerüchte zur Folge hatten und die Menschen noch verschlossener reagieren ließen, wenn sie mir begegneten. Umso mehr zog ich mich nach Kersalamon zurück, das ich nur noch zu ausgedehnten Wanderungen durch das Moor verließ, und immer war Napoleon an meiner Seite, der hier seine Heimat zu haben schien, denn er kannte alle sichtbaren und unsichtbaren Wege und war mir ein unschätzbarer Führer. Seit der Entdeckung Giudics fühlte ich die Zeit zwischen meinen Fingern zerrinnen, 2 Wochen noch bis zur Sonnenfinsternis, und mir fehlte der Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Manchmal, wenn ich in die grundlosen Augen Napoleons blickte, glaubte ich, selbst er wisse mehr als ich. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich in einer späten Nacht, bar jeder Hoffnung, die letzten Zeilen eines Essays schrieb, den ich kurze Zeit nach meiner Ankunft in Ulgoa begonnen hatte, um gewisse Fakten zu Papier zu bringen. Ich kann nur ahnen, was am Tag der Sonnenfinsternis geschehen wird, aber ich werde es festhalten und dem verleumderischen Freund anvertrauen, dessen Geheimnis ich vor wenigen Tagen entdeckt habe. Ja, eines der unzähligen Rätsel Kersalamons, nämlich das eines gut gehüteten, wenn auch leeren Geheimfachs in der Außenmauer des Brunnenhauses, hatte ich gelöst. Und ich sehnte mich nach einem Menschen, mit dem ich diese Geheimnisse teilen konnte. Mir fiel niemand anderes ein, als mein in Paris lebender Neffe. Und so beschloss ich, ihn nach Kersalamon einzuladen. Lieber Emil, du hast lange nichts mehr von mir gehört. Doch, um es vorwegzunehmen, er traf niemals hier ein. Ich habe bereits angedeutet, dass ich etwas von den Dingen zu berichten wüsste, die im Wesentlichen dazu beigetragen haben, Kersalamon einen unguten Ruf zu verschaffen, ohne näher auf diesen Punkt einzugehen. Manches dunkle Gerücht war mir in den ersten Wochen meines Lebens in Ulgoa zugetragen worden. Anderes erfuhr ich, als ich in der kleinen Bibliothek des Ortes verschiedene Zeitungen und Journale studierte. Wurde das Anwesen Kersalamon vermutlich kurz nach dem Abklingen der letzten großen Pest anstelle einer keltischen Kultstätte errichtet? Scheint es seit jeher ein starkes Band zwischen den Bewohnern Norbots und den Herren von Kersalamon gegeben zu haben, die auch das Moor beherrschten. Ich möchte nicht alles für bare Münze nehmen, was ich hörte oder las. Endlich jedoch stieß ich auf einen, wie ich fand, sehr gut recherchierten Artikel, der die verstreuten Teile meines Wissens zusammenfügte und mein Weltbild erschütterte. Und ich wusste nun, dass mehr auf dem Spiel stand, als ich geahnt hatte. Ich riss die 2 wichtigsten Blätter des Artikels aus dem Journal heraus
Obwohl ich sicher war, dass nur jemand, der mein Wissen über Kerr Salamon besaß, also vermutlich nicht einmal der Autor des Berichtes selbst, einen Zusammenhang der verschiedenen Ereignisse herstellen konnte. Endlich glaubte ich zu begreifen, was ich in Morbot gesehen hatte, hätte ich zu diesem Zeitpunkt nur geahnt, wie weit ich von der Wahrheit entfernt war. In Kerr Salamon entwickelte ich indes an den darauffolgenden Tagen eine hektische Geschäftigkeit. Was fehlt? Wetterdecke, Feldflasche, Taschenlampe, Konserven, meine Aufzeichnungen habe ich. Denn ich bereitete mich auf eine Expedition zu dem Punkt des Landes vor, von dem aus ich bei Hereinbrechen der Sonnenfinsternis das Moor, das ferne Ulgoa und die Mont d'Arrée mitsamt dem kapellengekrönten Gipfel des Montagne Saint-Michel überblicken konnte, dem Roc Trevesel. Dorthin wollte ich mich aber nicht erst an jenem ausgerechneten Tage begeben, sondern früher, um den im uralten Gesetz, das ich nun endlich verstand, vorgeschriebenen Riten zu folgen. Und die Sonnenfinsternis kam. Obwohl ich darauf vorbereitet war und die Zeichen kannte, erschrak ich, als es soweit war. Denn es wurde nicht nur sehr dunkel. Ich erkannte im silbernen Licht der Sonnenfinsternis einen Fackelzug, der aus Richtung Morbot kommend das Moor kreuzte. Was mochte das Ziel dieses Zuges sein? Judik hatten sie doch längst hinter sich gelassen. Ich bemühte mich, zwei Dinge gleichzeitig im Auge zu behalten. Die Sonne, vor deren glühendes Rund sich nun endlich der Mond geschoben hatte, so dass nur noch eine schmale Korona zu erkennen war, und die Menschen, die bald den Rand des Moores erreichen würden. Sie schienen schwerfällig zu gehen, so als trügen sie eine schwere Last. Und dann... Napoleon, wo bist du? Komm sofort hierher zurück! Ich hörte sein heiseres Bellen vom Fuße des Berges heraufschallen, wo er nicht mehr allzu weit von der schaurigen Prozession entfernt war. Und dann geschah etwas, das ich immer noch nicht verstanden habe. Ich erinnere mich, dass ich zur verschatteten Sonne hinaufsah und im nächsten Augenblick das Bewusstsein verlor. Als ich wieder zu mir kam, glaubte ich nur wenige Augenblicke bewusstlos gewesen zu sein, denn noch immer war ich von Dämmerlicht umfangen. Doch dann erkannte ich am Himmel das bleierne Rund der Sonne und ein eisiger Schrecken griff nach mir. Verzweifelt versuchte ich, den alles verdunkelnden Schleier von meinen Augen zu wischen, doch da war nichts. Wohl aber fühlte ich etwas in meinem Haar. Einen kunstvoll geflochtenen Kranz von Farn nämlich, den ich packte und angewidert hinfortschleuderte. In diesem Augenblick tauchte ein verwischter Schemen zwischen den schroffen Zacken der Felsklippen auf, die mich während der letzten Tage vor dem ärgsten Wetter geschützt hatten. Es war der treue Napoleon, der zurückgekehrt war und mir über Hände und Gesicht leckte. Ja, mein Guter, ganz ruhig. Bring uns nach Hause zurück. Verstehst du? Nach Kerr Salamon. Und von ihm geführt gelangte ich sicheren Fußes durch das Moor. Um mich herum ward es rasch Abend. Ich hegte den erschreckenden Verdacht, dass dieses Heraufziehen des Zwischenlichts durch meinen fortschreitenden Verlust der Sehkraft beschleunigt wurde. Mehr als je zuvor in den vergangenen Tagen hoffte ich, dass Emil bald käme. Und ich fühlte, dass ich ihm eine Warnung hinterlassen musste, auf dass er nicht dieselben Fehler beging wie ich und zum Spielball einer Macht wurde, deren Motive er nicht verstand. Diese Dinge trugen sich gestern zu. Als ich heute Morgen nach nur wenigen Stunden unruhigen Schlafes erwachte, hatte ich die Vision meines eigenen Todes oder eines Zustandes, der schlimmer ist als der Tod. Denn ich weiß, was geschehen ist.
Ich weiß es, seitdem sich in meinem Bauch ein schmerzhafter Druck breit gemacht hat und mich dieser unvorstellbare Durst quält. Napoleon knurrt fortwährend. Mir ist, als habe auch er sich verändert. Er ist, wie soll ich sagen, mehr Hund als vorher. Mein Gott, der Durst ist unerträglich. Mir ist, als müsse ich innerlich verbrennen. Bringt mich um, brauche Wasser. Wasser. Alphonse? Alphonse? Sind Sie dort unten?